Heute findet in Wiener Neudorf im Freizeitzentrum der Nostalgieabend des Sportes statt. Was ist denn der Auslöser gewesen, dass der Sportverein von Wiener Neudorf so eine Veranstaltung durchführt? Ja, der Auslöser war das, dass der Alfred Domek und der Harry Gartl zu mir gekommen sind und gesagt haben, Markus, machen wir was. Und ich habe gesagt, was machen wir, was tun wir? Und der Harry Gartl hat zu mir gesagt, machen wir was für den Alfred Domek, machen wir so eine Nostalgienacht, laden wir die alten Fußballspieler ein, die letzten 20 Jahre neu der Fußball gespielt haben. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, probieren wir das, ziehen wir das durch, machen wir das. Dann hat es eine Selbstdynamik entwickelt. Und siehe da, auf einmal waren so viele Anmeldungen da, dass wir gesagt haben, ja, wir ziehen das hundertprozentig durch und wir machen das. Mit den Evergreens von Harry Gartler und
DJ Martin Polo, gute Unterhaltung und Dankeschön. Das unser Zeugwart. Ari hat dieses Lied für uns immer im Bus gesungen. Nur er durfte dieses Lied singen. Wir dürfen maximal bei meiner Frau Lied singen machen. Wenn bei Capri die Ruhe Sonne die Erde sieht und die Süde des gleichen Mondes eines Blick. Meine Damen und Herren, aber jetzt mit meinem letzten Lied möchte ich mich im Speziellen, aber wir alle, unsere Freunde, die wir heute diesen Abend für Sie gestalten durften, bei einem Mann bedanken, dem wir unendlich viel zu verdanken haben. Als wir hier bei Wiener Neudorf spielten, meine Damen und Herren, wurden wir vom ersten Tag aufgenommen in Wien einer Familie. Fußballvereine gibt es viele, aber es gibt nur einmal Wiener Neudorf.
eine totale familiäre Atmosphäre, die uns jedes Wochenende gefunden wurde. Nach den Spielen gab es Essen für die 23, für die erste Mannschaft. Es gab auch das Essen für die Kinder und auch für die Frauen. Aus dieser Gemeinschaft sind viele, viele Freundschaften entstanden. Und diese Freundschaften, meine Damen und Herren, die bestehen noch heute. Und deshalb ist es so wie jetzt, einen Mann zu mir auf der Bühne, auch wenn er mir böse ist. Ich weiß, er sagt, er will nicht genau. Meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus für Alfred Tammer. Meine Damen und Herren, Alfred Tammer. Lieber Freddy, nein, geh mal. Nein, weiter, was ist Ihre? Ihr seid genauso langsam wie früher. Dann sind wir nie weitergekommen. Oh mein Gott. So, lieber Freddy, wir haben den Freddy, er trinkt, glaube ich, ganz, ganz wenig Wein. Er trinkt lieber Bier. Einen halben Meter Bier gekauft und diesen halben Meter Bier hat er von seinen Milupa-Kindern. Milupa-Kinder deshalb, weil wir schwach gespielt haben, schlecht gespielt haben, meine Damen und Herren, dann hat er uns immer Milupa-Kinder genannt. Sie wissen, kleine Kinder Milupa essen. Die Milupa-Kinder. Zerti. Wir haben aber noch etwas vorbereitet für den Freddy. Danke, Freddy. Deinen Buben, so wie er immer zu uns gesagt hat, meine Damen und Herren, einen kräftigen Applaus für diesen tollen Menschen. Und mir, meine Damen und Herren, obliegt es, mit meinem letzten Lied mich von Ihnen zu verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und möchte dieses Lied an Menschen widmen, die es selbst erlebt. Ein Baum, die Erde ist dir, ein Solar Face, der Farbe Girl, my friend, I'll say it clear, I'll state my case. I'll be too soon. I have to live a life that's full. I can't leave, not an highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I have had a few, but then again, the views were mentioned. I did what I had to do, and so it too, without exception, I planned each shining moment. Each careful step along the byway, and more, much more than this. What is all it? Yes, there were times I wish I knew when I did all more. And I did it twice.
ein wunderbarer Mensch, aber auch danke an seine bezaubernde Gattin, dass sie uns ihm immer wieder gegeben hat. Ich weiß, es war nicht leicht. Es war nicht leicht mit ihm, es war nicht leicht mit uns und vor allem für die Zeit, die er für uns aufgewendet hat, möchten wir bei Ihnen auch recht herzlich Danke sagen. Dankeschön, einen kräftigen Applaus, den brauchen wir. Als Ehrenobmann, als Ehrenpräsident vom Fußballverein Wiener Neudorf, wie hat dir heute der Abend gefallen? Erstens haben wir eine riesen Überraschung, dass so viele gekommen sind. Dann dazu für die alten Spieler, die bei mir, die Herren Belupperkinder, was da sind. Und ganz super. Und den Harry kann ich nur bewundern mit seiner Stimme, dass er das so lange aushält und durchzieht. Also, super. Jo, Harry, das erste Mal Wiener Neudorf seit langem wieder. Das erste Mal wahrscheinlich auch in den Festsaal. Wir haben es wirklich gezaubert, ein super Publikum zusammenzustellen. Wie hat dir der Abend gefallen heute? Als Künstler? Aus Sicht des Künstlers eine tolle Geschichte. Ich kann euch nur gratulieren, dass ihr über 200 Leute hier für dieses Fest organisieren konntet. Und für uns war es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine Ehre, für Alfred Domek diesen Abend mitgestalten zu dürfen. Alle Spieler waren auf der Bühne, haben gemeinsam My Way für Herrn Alfred gesungen. Und für mich war es ein toller Abend mit vielen Zugaben und mit ganz, ganz lustiger Stimmung. Und ich als Opa kann nur sagen, danke für diesen super gelungenen Abend. Danke an den Alfred Domek, danke an den Harry Gartler und danke auch an den Martin Brudl, dass er uns jetzt noch eine super Musik macht. Und es war ein toller Abend für den Neudorfer Fußballverein. Dankeschön.